Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Heute haben wir Grund zum Feiern. Wir feiern nämlich den einjährigen Geburtstag unserer Sendung. Heute, vor einem Jahr, ist die erste Folge ausgestrahlt worden. Wir haben in der Zwischenzeit eine ganze Menge gelernt. Unsere Folgen sind immer schöner geworden, nicht nur optisch, sondern auch Tontechnik. Und wir haben inzwischen sogar ein richtiges Fernsehstudio für unsere Sendungen aufgebaut. So richtig mit Computersoftware und grünem Hintergrund und so weiter, wie das auch im Fernsehen gemacht wird. Tja, und besonders haben wir uns gefreut, dass auch die Medien sehr auf uns aufmerksam geworden sind. Wir waren im Radio, wir waren in der Tageszeitung, in der Bildzeitung und sogar in Fachzeitschriften hat man über unsere Filme berichtet. Und weil das alles so gut angekommen ist, haben wir sogar versucht, unsere Folgen auf Englisch zu übersetzen und auf unserem Kanal Fun with Drilling Engineering kann man inzwischen auch schon sehr viele Folgen bewundern. Tja, unsere Bilanz ist wirklich auch ganz toll, wir sind da sehr stolz drauf. Unsere 51 deutschen Folgen haben sich schon über 18.000 Leute angeguckt und die 24 englischen Folgen haben auch schon über 3.000 Klicks gesammelt. Und das Ganze ist natürlich nur möglich mit einer tollen Mannschaft, die dahinter steht. Und die möchte ich jetzt mal vorstellen. Wir haben unsere Susi, die ist Expertin im Schneiden von Filmen. Die macht das ganz großartig und sie bastelt auch ganz tolle Demonstratoren. Und auch unsere Silke ist ganz fantastisch dabei, immer neue Ideen sich auszudenken und wunderbare Modelle zu bauen, mit denen man alles ganz toll erklären kann. Und unsere Dulma, die macht die ganze Administration unserer Serie. Die macht Poster, auf denen wir unsere Sendung propagieren und stellt alles immer wunderbar zusammen. Tja, und unser Dank gilt natürlich auch den englischen Sprechern unserer Serie. Da ist zunächst mal Mark, der Englischlehrer unserer Universität, der die ersten Folgen immer so schön synchronisiert hat. Und Joseph, der inzwischen das Ganze übernommen hat. Joseph ist Doktorand bei uns am Institut. Ja, und dann ist da noch meine Frau Wiebke, die in der Corona-Zeit als Kamerafrau agiert hat und die auch immer eine sehr gute Testzuschauerin für jede Folge ist. Tja, und jetzt wollen wir feiern. Happy Birthday, liebe Sendung! Wir freuen uns, dass das alles so gut geklappt hat und wir würden uns freuen, wenn das Ganze auch dazu führt, dass noch mehr junge Leute in unsere Vorlesungen nach Freiberg kommen. Wir freuen uns auf euch. Glück auf!